Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Vizebeast Infinity. So, ich habe ein bisschen was offscreen gemacht. Und zwar habe ich die Mobfarm verändert, wie man sieht. Ich habe die ein bisschen größer gebaut und habe von oben jetzt die ganzen Sachen, dass sie runterfallen. Ihr Leute, ich habe hier Dark Glass reingemacht. Macht man relativ easy, ich zeige euch das mal. Da muss man einmal hier ein bisschen Wolle haben. Da braucht man Thickened Glas, da braucht man Sandy Glas, was man brennen muss. Glas und Sand. Und das war's. Das ist einfach dunkles Glas. Da können die, dunkles Glas halt. Dark Glas. Ich frage mich nur, wo hier das Licht herkommen soll. Ich habe keine Ahnung. Oder das sieht einfach nur so aus. Auf jeden Fall habe ich da hinten noch einen Powered Spawner dran gebaut. Von Ender.io, wie man sieht. Zack. Der spawnt mit Strom. Ich habe einen Broken Spawner aus der Hölle geholt, weil ich habe Wither-Skeletten gefarmt für den Wither. Das Ding habe ich auch schon fertig gebaut, den Raum. Da hinten ist er. Deswegen werden wir jetzt mal schön hingehen. Ich habe auch eine Carpenter's Door benutzt, wurde auch in den Kommentaren geschrieben, aber das wusste ich, dass das geht. Hinten ist der Grinder, hier. Da, der ist auch voll. Sehr gut, dann wollen wir mal einen Wither spawnen. Denn der Grinder, der schafft das, den Wither zu killen. Zack, zack, zack. Und jetzt sollten wir uns mal verziehen. So, hauen wir mal ein bisschen ab. So, und gleich macht er mal Ping. Bombs. Und da ist er schon tot. Da hat der Grinder den getötet. Und da haben wir die ganzen Sachen. Sehr schön. So, ist das nicht schön? Und das Geile ist, es wird gerade dunkel. Das ist noch besser. Weil da können wir uns mal kurz... haben wir noch ein... Ne. Eine Witch. Wir können auch das Witch-Ding nehmen. Obwohl, wir können uns einfach eins craften. Fertig. Können wir auch nix. Wir haben ja noch Gastränen, glaube ich. Safari. Wir können uns natürlich auch ein Single-Use bauen. Einfach. Nämlich noch einfacher. So, da brauchen wir ein bisschen Redstone und ein Enchantment Table, ne? Enchantment Table. Die Schaufel sieht noch gut aus. Wo ist er? Da. So. Schaufel laden wir nochmal kurz auf. Die habe ich mit Silk Touch gemacht schon. Silky Jewel. Sollte eben bewusst sein, damit ich mit Tinkers Construct auskennt. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, ich mache ja auch zwischendurch mal was außerhalb der Aufnahme. Ich hoffe, das ist euch auch genehm. Weil ich halt, ja, wie gesagt, gerne auch mal. Und wir haben keine Dingens mehr, deswegen nehmen wir uns mal ein Schaf. Fertig. Wir gehen einfach mal da hinten hin. Wir brauchen Gras dafür. Ist er jetzt am Untergehen schon? Ne. Ne, der geht gerade auf. Sehr gut, da ist ein Endermann. So, wir brauchen eine Enchantment Table. Machen wir das einfach mal. Da kommt ein Creeper an. Tag. Tschüss. Spinne. Tschüss. So, machen wir das einfach hier. Ist egal. So, wir müssen einmal Redstone drumlegen. So. Da machen wir das Ritual auch direkt. So. Und sobald das Ding anfängt zu leuchten, müssen wir einfach nur das Ding hier und das Ding und dann kommt Blitz und fertig. Oh. Too early. Sacrifice must be made at midnight. Midnight ist, wenn der Mond genau da in der Mitte steht. Da kommt schon wieder ein Zombie an. Komm, verzieh dich. Herrgott. Aber die Mobfarm ist jetzt auf jeden Fall richtig geil, muss man sagen. Das fängt auch gleich an zu leuchten. Mein Gott, ist hier ein Nest oder was? Aber ich muss sagen, das Schwert, das macht nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe eigentlich. Naja, was soll's. Aber sobald wir den haben, können wir uns einen Angel Ring bauen. Da will ich ja hinaus, weil dann können wir die ganze Zeit fliegen. Ohne. Mein Gott, die Zeit vergeht aber auch langsam hier in Minecraft manchmal. Ist ja schlimm. Da. Hä?
Ist er doch genau außen rum? Ich habe gedacht, er muss einen frei. Wird er doch so? Sicher? Er ist Redstone Circle jetzt. Ist in Darkness, genau. Ja, jetzt haben wir alles. Muss doch direkt außen rum, okay. Komm, fang an zu leuchten. Ist doch fast, jetzt fängt es an zu leuchten. So, perform the sacrifice. Jetzt müssen. Okay, hat auch funktioniert. Jetzt kommt das Problem, das muss schnell weg. Weil, genau deswegen. Denn hier spawnen nämlich alles ganz schnell und sind ganz schön stark. Die Kackviecher. Ja, das war klar. Wir sollten einmal pennen, weil dann fängt die an zu brennen. Aber ist nicht so schlimm. Wir holen uns dann ein Jetpack. So. Ein bisschen was haben wir ja schon gesammelt gehabt. Ein Jetpack habe ich noch. Schwert sollten wir auch mitnehmen. So. Da brennt die Erde. Wie gerade gesagt. Was war das? Ah, scheiß Ding ins Concussion Creeper. Geput, danke. Du willst nicht dich mit mir anlegen, alte Hexe. Komm mal ab, Olga. Ich sagte, du sollst abhauen. Du brennst doch schon, du Kuh, du Blöde. Bist du doof oder was? Stirb, mein Gott. Boah. Aber ich will nicht, ich will ein bisschen Cursed Earth noch haben. Geht gar nicht. So. So ein bisschen will ich noch haben. Freunde der Sonne. Das muss man mit Silk Touch machen. Muss man. Auf jeden Fall. Sonst geht das nicht. So. Dann hört es gleich auf zu brennen. Sehr toll. So. Jetzt haben wir zwar ein Loch hier im Umkreis, aber ist egal. So, haben wir jetzt alle? Ne, noch nicht ganz. So noch ein bisschen, da ist auch noch ein Stück. So. So, normalen Dirt will ich nicht, wir Cursed Earth. Sehr, sehr geil. So, dann haben wir jetzt nämlich auch die Cursed Earth. Und das Siegel natürlich, das aktivierte. Das ist noch was. Ist auch noch was. So, was haben wir? Oh, anderthalb Stacks jetzt schon. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, sieht zwar jetzt ein bisschen beschissen aus hier, aber was soll's. Da ist noch eine. Was soll's? Na, Creeper und sonst. So. Sollte erstmal reichen. Ja. Ist ja noch was weg, ist ey. Was soll's. Da ist halt ein Meteorit eingeschlagen oder so. Irgendwas ist da passiert. Aber egal, ich wollte ja nur das Siegel haben eigentlich. Erstmal. Das haben wir und damit haben wir unsere. Das schon mal getan. Ja, und ich weiß, man kann jetzt auch Spawner mit der Cursed Earth so machen, dass die immer spawnen. Das weiß ich. Das ist mir bewusst. Das werde ich aber nicht damit tun. Ich werde das mit was anderem machen. Die kann man nämlich auch anders komplett spawnen lassen. Achso, da habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe hier unten die, ja, den Grinder hingestellt. Damit da unten halt, ne, da haben wir da unten ein bisschen Platz und fertig. Wir haben hier ein paar Level drin, das ist sehr gut, weil mit dem, für die Borken Spawner brauchen wir noch Level. Aber egal, so. Wir haben noch Division-Siegel jetzt. Und zwar will ich jetzt den Angel-Wing haben.
Angel Ring. Am liebsten den. Wir haben einen Nether Star. Wir brauchen nur zwei Unstable Ingots. Da brauchen wir. Wir können die auch Stable machen. Ist richtig. Können wir auch. Aber da brauchen wir jeweils immer einen Diamant vor. Also für. Also nicht unbedingt. So, das heißt, wir brauchen jetzt eigentlich nur Iron und Diamant. Iron. Zwei. Und zwei Diamantos. Dann brauchen wir einmal ein Crafting Table. Einen ganz normalen braucht man dafür. So. Und jetzt geht's los. Das kommt da rein, das kommt da rein, das kommt da rein. So, und die blinken gleich. Ja, jetzt habe ich sie aus dem Fenster, aus den Dingern geschmissen. Oh, jetzt habe ich Q gedrückt. Verdammt. Okay. Das war falsch. Q sollte man nicht drücken. Scheiße, jetzt sind so ein Siegel weg. Freunde, da tut mir leid. Aber dann hole ich mir ein neues. Weil ich habe keine Lust, jetzt nochmal Wither-Skelette zu sammeln. Tut mir leid, aber das holen wir uns so. Ja klar, ich habe das ja klar, der ist ja explodiert. Verdammt. Nee, da, weil ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ich glaube, für eine halbe Stunde habe ich für die Kack-Dingens gebraucht, für die Kack-3-Köpfe da. Und da habe ich jetzt echt keine Lust zu, wenn das nochmal so ist. Was? Hä? Will ich verarschen? Ja gut, dann machen wir das anders. Machen wir das so. So, machen wir so. Gold brauchen wir dafür. Diesmal sind aber ganz geblieben, ne? Was brauchen wir noch? Ich glaube Leder, ne? So. Genau, zwei Leder. Leather! So, das heißt Leder, Gold, Nether Star, fertig. Na gut, machen wir das dann so. Fertig. Kriege ich wohl hin, denke ich mal. Iron noch. So. Na, schaffe ich nicht. Oder? Doch. Hehehe, da haben wir doch. Sehr gut, wir haben den Angel Ring. So. Jetzt können wir auch fliegen. Sehr schön. Wo ist eigentlich unsere Darkseed Chestplate, frage ich mich gerade. Die habt ihr die ganze Zeit immer im Dingens gehabt, im Inventar. Hm. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Aber egal, wir haben jetzt unseren Angel Ring. Das kann weg, das kann auch weg, das kann auch weg. So, jetzt können wir auch fliegen, wie im Kreativmodus. Sehr schön. Das passt. So, das heißt, wir brauchen noch eine Darksteel. Wir haben noch ein bisschen Darksteel dadurch. Ach, das ist er doch. Schmutzpuckel, du. Schmutzpuckel! So, da kannst du schon mal einen neuen craften. Bitte. Dann kannst du auch noch davon einen craften direkt. Weil ich weiß jetzt nicht, wie weit ich alles verzaubert kriege. Oder empowered kriege, heißt das ja dann. Aber egal, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles hin hier. So, du kommst jetzt erstmal auf die Brust. My friend. Nein, kommst du noch nicht, weil ich gerade Level habe. Was jetzt? Boah, was ist denn los hier? Na, 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 na. So, da sind wir da wieder. Also, die jetzt noch ein paar Level da drin, immerhin.
Jetzt kriegen wir auch ganz Level, weil das ja empowered ist. Der Powered Spawner. Das ist ja noch ein Unterschied. So, der ist auch fertig. Dann können wir direkt davon noch einen bauen. Der ist auch schon fertig. Sehr gut. Dann kommst du noch da drauf. Dann haben wir Nummer 2. Da dauert natürlich jetzt noch ein bisschen. Bis wir da wirklich durch sind. Meine Schuhchen sind wahrscheinlich nochmal aufladen. Ja, der Dingens ist gerade am Laufen. Unser Generator. Reaktor, besser gesagt. So, dann kommst du da noch drauf. Dann hast du da schon mal 3. 2 und 3. So, da brauchen wir natürlich noch den zweimal. So, da dauert jetzt natürlich nur wieder was, bis da genug drin ist wieder. Naja. Aber egal. Ich denke mal, spätestens nächste Folge sollten wir das fertig haben. Dann haben wir das durch. Dann haben wir den Angel Ring, der richtig pornös ist. Da kann man sagen, was man will. Jetzt heißt es eigentlich nur noch... was ich noch brauche, ist definitiv so ein Mistcraft-Portal. Weil ich will im Nether einen Spawner aufstellen für Skelette. Damit ich Wither-Skelette kriege. Weil Nether-Stars brauchen halt richtig viele. Für, auch für Draconic Evolution natürlich. Da braucht man richtig viele. Vor allen Dingen, weil ich gerne das Schwert haben will. Das da. Da braucht man natürlich einen. Ich habe jetzt natürlich nur noch einen Wither-Kopf. Leider. Aber gut. Besser als nix. Ja, 10, das reicht nicht. Gut, dann machen wir jetzt gerade... Hä? Ach, ja, die Monsterfarm ist hier, ich weiß. So, aber gut was gemacht wieder. Die Monsterfarm ist umgebaut. Den Wither, der hat sich auch erledigt. Das passt. Ja, der Klotz hier, das ist jetzt natürlich der Raum. Den muss ich noch einbauen irgendwie. Mal schauen. Und ja... Als nächstes werden wir dann natürlich jetzt angehen, dass wir... Entschuldigung. Dass wir Bildersven will ich auf jeden Fall noch haben. Könnte ich ja nicht sogar schon bauen. Bildersven. Schauen wir mal. Der braucht doch glaube ich gar nicht so viel. Ne? Bildersven. Da ist er doch. Super. Ne, gib mir nicht. Achso, brauchst du nur einen Obsidian und einen Dingen. Okay. Dann nehmen wir uns einmal das Siegel. Ein Iron. Aber davon ab, dann heißt das wohl, dass man das in einem Zug machen muss. Sonst funktioniert das wohl nicht. Achso, ich habe den Lava-Fabricator abgemacht, weil wir haben 41.000 Obsidian hier drauf. Ich glaube, das sollte erstmal reichen für den Moment. Zack, und Builder's Rent haben wir auch. Sehr schön. Siegel kann wieder weg. Ja, die können wir eigentlich erstmal laden, weil das bringt ja nichts. Empowered 1 und 2, 3 und 2. Sehr gut, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Rüstung, weil ich muss sagen, ich bin in der Hölle sehr oft gestorben und bei dem Mob-Fallen-Umbau hier, da bin ich auch so oft verreckt, ne? Das glaubt keiner. Weil ich hatte dann den Power-Spawner drin, dann spawnen die ganze Zeit Blazes, die haben mich natürlich gesehen, dann sie bleiben die ja oben. Ey, und ich hab bald einen Kotzreiz gekriegt hier, ey. Muss ich ehrlich sagen. So, Dark Boots sind auch und volle Rüstung, fertig. Sehr gut, dann würde ich aber sagen, wir beenden die Folge mal ein bisschen früher. Obwohl, das heißt ein bisschen früher. Knapp 20 Minuten jetzt. Oder? Kriegen wir noch einen hin? Ich weiß es nicht. Kriegen wir noch einen Capacitor drauf? Ja, wisst ihr was, wir warten jetzt mal kurz. Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich glaube, der, das geht nicht, ne? Das ist, glaube ich, 25 Level, ne? Der 20 sogar nur. Okay. Ich habe nichts gesagt. Da ist der Capacitor auch schon fertig. Dann kommen wir mal her. Sehr schön.
Ist auch eine relativ starke Rüstung. Ist jetzt nicht die stärkste, natürlich nicht. Die stärkste ist von Draconic Evolution. Natürlich, was halt an der auch geil ist, dass die hier halt Energie benutzt dafür. Das finde ich halt relativ cool. Und, ja gut, 75% Damage absorbt. Dann sind 90 bald und fertig. Gut, dann würde ich sagen, die Folge war erstmal dann jetzt. Und wie immer sage ich zu euch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ansonsten wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei einem Minecraft. Vizebeast Infinity Schüssingen.